Was geht ab, meine Freunde? Willkommen auf meinem Kanal. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Freunde, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe diesen Monat ein bisschen Geld auf eBay Kleinanzeigen liegen lassen. Klar, Flohmärkte finden nicht statt. Deswegen gucke ich, ob ich auf eBay Kleinanzeigen, eBay oder sonst wo meine Schnäppchen machen kann. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe echt richtig coole Sachen gefunden. Meiner Meinung nach ist teilweise eBay, also Kleinanzeigen, das heißt ja nicht mehr eBay Kleinanzeigen, Kleinanzeigen viel besser als Flohmarkt geworden. Ey, da findet man auch echt oft richtig coole Schnapper. Man muss schnell sein, schnell die Leute anschreiben, weil, ne, ihr wisstet, wenn es ein geiles Ding gibt für einen guten Kurs, dann kommen alle wie die Geier da drauf geschossen. Und deswegen musst du schnell sein, musst du gucken. Nichtsdestotrotz habe ich richtig, richtig coole Sachen im Dezember gekauft. Ich werde das jetzt so versuchen, dass ich immer am Ende des Monats oder am Anfang des anderen Monats die Pickups von dem Monat davor zeigen werde. Deswegen habe ich euch richtig coole Sachen vorbereitet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was war euer Lieblingsstück aus dieser Folge. Ansonsten sehen wir uns jetzt in den Pickups wieder. So, meine lieben Freunde, wenn ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr, dass ich jedes Jahr im Dezember zur Comic-Con fahre. Auch dieses Jahr war ich am Sonntag, an dem ersten Sonntag im Dezember auf der Comic-Con in Dortmund, habe mir echt coole Sachen mitgenommen. Und zwar gab es an einem Stand zwei Figuren für mich, zwei Actionfiguren. Einmal dieser Spider-Man hier von Marvel Comics, die sind auch adaptiert aus den 90ern. Die Figur ist von 2020 von Hasbro. Und dann gab es noch eine zweite Spider-Man-Figur, auch von Hasbro, aus dem Jahr 2020. Bezahlt habe ich für das Ganze 25 Euro pro Stück, also 50 Euro habe ich bezahlt. Und die sind bei eBay echt mittlerweile gut in den Preis gestiegen. Ich gehe mal an dem Sonntag zur Comic-Con, weil man da meiner Meinung nach immer noch so ein, zwei Schnäppchen kriegen kann, weil viele Verkäufer am letzten Tag nochmal alles loswerden wollen. Dann habe ich gekauft zwei Videospiele, zwei PlayStation 2 Spiele, die mir in meiner Sammlung gefehlt haben. Einmal Silent Hill The Room, soweit in einem super Zustand mit Anleitung, mit allem, was dazugehört. Das Spiel sollte kosten 20 Euro. Allerdings gab es an dem Stand 50% auf alle Videospiele. Also habe ich für dieses Spiel einen 10er bezahlt. Und für das zweite Spiel Castlevania, auch für die PlayStation 2, habe ich bezahlt 25 Euro, ne, auch mit 50 ausgezeichnet gewesen, aber mit den 50% habe ich 25 Euro bezahlt. Also für beide Spiele 35 Euro sind meiner Meinung nach sehr fair. Dann gab es auf jeden Fall eine Kleinigkeit, die ich mir gegönnt habe, weil ich mir dachte, boah, das ist eigentlich ein geiles Schmuckstück in deiner Sammlung. Und zwar gab es einmal die Back to the Future 2 Kassette, signiert von Christopher Lloyd. Die Kassette selber hatte ich schon in meiner Sammlung. Die hatte ich mir mal irgendwann gekauft, als ich in Amerika war. Und jetzt habe ich mir sie unterschreiben lassen an dem Tag. Auch hier mit so einem Echtheitszertifikat, dass die Unterschrift echt ist, habe ich auch direkt vor Ort machen lassen. Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, boah, machst du das nicht? Über die Jahre hinweg, ich glaube, jedes Jahr aufs Neue ist der da und ich denke mir so, boah, eigentlich voll das coole Ding für meine Sammlung. Und dieses Jahr habe ich mir gedacht, boah, komm, scheiß drauf, wer weiß, wie lange der noch lebt, ne?
Und bevor der stirbt, holst du dir das Ding auf jeden Fall auf deine Kassette. Back to the Future. Einer meiner Lieblingsfilme. Der zweite Teil, mein Lieblingsfilm von allen drei Teilen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, komm, du gönnst dir das jetzt. Und hab mir das auf jeden Fall besorgt. Jetzt kommen wir zu einem Deal, den habe ich bei Kleinanzeigen abgeschlossen. Und zwar gab es für mich einen richtig, richtig schönen Gameboy. Die Verkäuferin hatte das für 50 Euro drin. Ich hatte ihr 40 Euro geboten. Dann hatte sie gesagt, so ja, 45. Dann habe ich gesagt, komm, 45 inklusive Versand. Im Endeffekt genau das Gleiche, was ich ihr davor geboten hatte. Da hatte sie gesagt, okay, komm, machen wir. Der Gameboy ist soweit in einem super Zustand, funktioniert. Wenn man den anmacht, ich mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Das spiegelt hier alles gerade so ein bisschen. Hat der auf jeden Fall Streifen, was nicht schlimm ist. Ne? Ich werde den einmal auseinanderbauen, werde die Streifen entfernen und dann habe ich für 45 Euro inklusive Versand einen super, super schönen Gameboy erwischt. Bleiben wir direkt beim Gameboy, denn ich habe noch einen zweiten Gameboy bei Kleinanzeigen gekauft. Der Verkäufer wollte 50 Euro für diesen Gameboy haben. Der hatte den mit Defekt ausgeschrieben gehabt. 50 Euro Verhandlungsbasis wollte er haben. Ich habe ihm 30 geboten. Ja, der wollte dann 35 haben. Haben wir uns für 35 Euro geeinigt. Hab den dann abgeholt. Der war bei mir um die Ecke. Und ich muss sagen, der hat gesagt, dass der defekt ist. Dann habe ich zu Hause mal Batterien von mir reingetan. Und ja, was soll ich sagen? Der funktioniert. Ne, wie ihr seht. Zack, Ton funktioniert auch super. Also habe ich für 35 Euro einen Gameboy geholt, der leider nicht in einem super Zustand ist. Der hat zwar keine Streifen, aber das Case ist mega vergilbt, was nicht schlimm ist. Ne? Das kriege ich auch wieder hin. Und ich habe jetzt bezahlt für 45, 35, also für 80 Euro habe ich zwei super, super coole Gameboys gekauft. Und ich finde das ein sehr geiles Angebot gewesen. Ja, bei diesem Kleinanzeigen-Deal gab es drei PlayStation 1 Spiele für mich. Für 50 Euro. Und zwar gab es einmal das Spiel Yu-Gi-Oh! Ne, die Hüllen sind in einem echt scheiß Zustand. Ist nicht schlimm, die kann ich austauschen. Dann gab es das Spiel Bugs Bunny auf Zeitreisen für mich. Jetzt kommen wir zu dem Highlight, warum ich das Set überhaupt gekauft habe. Für 50 Euro, ne, wie gesagt, drei PlayStation 1 Spiele. Und das dritte im Bund war Castlevania Chronicles. Und ich denke mal, ja, hier können wir auch dann mal kurz aufmachen. Die Anleitung ist auf jeden Fall dabei und CD ist auch in einem guten Zustand, ein paar Kratzer drin, was jetzt nicht schlimm ist. Und ich muss sagen, für 50 Euro für diese drei PlayStation 1 Spiele kann man definitiv nicht meckern, denn Castlevania alleine kostet auf jeden Fall mehr. Jetzt kommen wir zu einem richtig coolen GameCube-Deal. Den habe ich auch bei Kleinanzeigen gekauft. Für mich gab es für 40 Euro vier GameCube-Spiele. Ich habe gekauft Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Soweit in einem super Zustand. Anleitung und CD auf jeden Fall top gepflegt. Dann gab es einmal Sonic DX Adventure Director's Cut. Auch hier Anleitung und CD super. Dann bleiben wir direkt bei Sonic. Ne? Dann gab es hier Sonic 2 Adventure Battle. Auch hier Anleitung und CD. Top. Und dann kommen wir auch schon zum letzten im Bunde. Auch hier alles in einem Top-Zustand mit Anleitung. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe für diese vier Spiele 40 Euro bezahlt. Und meiner Meinung nach ist das ein sehr, sehr, sehr geiler Preis. Jetzt kommen wir meiner Meinung nach zu dem besten Deal von dieser Pickup-Folge, denn es gab für 130 Euro, also der Verkäufer wollte 170 haben, ich habe ihm 130 geboten, hat er akzeptiert, einen richtig, richtig geilen Gameboy-Koffer, der meiner Meinung nach auch in einem super Zustand ist. Ne? Also man muss echt sagen, der sieht echt richtig cool aus, samt Inhalt natürlich, meine Freunde. Ich habe nicht 130 Euro nur für den Koffer bezahlt. Und zwar, wenn wir das Ding hier mal aufmachen, opa, sind die Anleitungen direkt rausgeflogen, sieht man, das Ding ist prall gefüllt bis oben hin. Ja, ich muss mir mal hier so ein bisschen zurechtlegen. Fangen wir an mit dem Gameboy. Ja, der Gameboy ist ein bisschen vergilbt, nicht der beste Zustand, aber ne, ihr wisst, das ist kein Problem, den werden wir auf jeden Fall bleichen und dann ist er auf jeden Fall auch in einem guten Zustand. Dann gab es
ne, zu dem Game Boy und dem Koffer ein paar Anleitungen. Also ich muss sagen, ein paar Spiele von den Anleitungen sind dabei, ein paar Spiele auch nicht, keine Ahnung. Ich habe gefragt, ob der noch mehr Spiele irgendwo im Keller hat. Der meinte, ja, wenn er die finden sollte, dann meldet er sich. Ich zeige euch mal im Schnelldurchlauf die Anleitung. Hier gab es einmal Darkwing Duck, einmal hier die Anleitung von dem Game Boy selber. Dann gab es die Anleitung von Teeny Toon, die Anleitung von Tetris, die Schlümpfe, Wario Land, Jurassic Park, The Amazing Spider-Man, Super Mario Land 2, Pinball, Kirby's Dream Land und Kirby's Dream Land 2. Also gab es in dem Deal zu dem Game Boy und dem Koffer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Anleitungen mit dazu. Jetzt kommen wir zu den Spielen, die in dem Koffer drin waren. Und zwar gab es insgesamt 12 Spiele. Wie gesagt, ne, leider nicht irgendwie passend zu den Anleitungen. Aber naja, ist nicht schlimm. Die tauchen vielleicht noch auf. Oder ne, der schickt mir die noch irgendwie. Ich pack den Koffer jetzt hier erstmal zur Seite. Ich zeige euch jetzt mal die Spiele. Und zwar gab es einmal World Cup, dann All-Star Challenge. Davon habe ich nur den zweiten Teil. Das ist cool. Jetzt habe ich auch den ersten Teil. Pokémon, die rote Edition in einem echt guten Zustand. Spider-Man 2, Wario Land, The Amazing Spider-Man, Teeny Toon, Darkwing Duck, Tetris, Super Mario Land 2, Jurassic Park, die Schlümpfe und dieses Race Autorennspiel. Also gab es für 130 Euro einen richtig geilen Gameboy-Koffer mit einem Gameboy 12 Anleitung und 12 Gameboy-Spiele. Das ist meiner Meinung nach ein richtig, richtig geiler Deal gewesen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr bei dem Koffer auch zugeschlagen hättet. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon mit der Folge von dieser Woche. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welcher Kleinanzeigenfund euer Lieblingsfund war. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Pickup-Folge fandet, wenn ich gucken muss, was mein Lieblings-Kleinanzeigen-Deal der Woche war. War es auf jeden Fall hier dieser Gameboy Acrylkoffer mit den Gameboy und den ganzen Spielen drin für 130 Euro. Meiner Meinung nach ein super Preis, kann man definitiv nicht meckern. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wer den Koffer auch gekauft hätte. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche hoffentlich zu einem neuen Video wieder.